den Nahrungserwerb der Spechte, vor allem die Aktivitäten der Harpunen- und Leimrutenzungen zu filmen, haben wir Jungvögel aufgezogen und sie so zutraulich gemacht, dass sie uns später ohne Furcht ihre Zungen zeigen. Das war eine langwierige Arbeit, denn die Aufzucht kann nur gelingen, wenn man den Vögeln die richtige Nahrung von früh bis spät möglichst pünktlich zukommen lässt. Wir hatten eine geräumige Voliere zur Verfügung, die uns die Möglichkeiten bot, mit unseren herangewachsenen Spechten Filmdokumente zu schaffen, die im Freiland nicht möglich sind. Neben dem Kletterfuß und dem Stützschwanz sind es Meißelschnabel und Zunge, die den Spechten eine Sonderstellung im Reich der Gefiederten verschaffen. Sobald der Schwarzspecht den Bohrgang einer Käferlarve entdeckt, versucht er, mit der verhornten Zungenspitze die Haut zu durchstoßen und die Beute mit kleinen Widerhäkchen aus dem Bohrgang zu ziehen. Um ein Mehrfaches der Schnabellänge schnellt die Harpunenzunge vor.